Weil das war fürchterlich, wenn die Sirene gebellt hat. Zuerst war nur Vorwarnung und dann war schon der Alarm. Ich habe da zwei Bombenangriffe ziemlich hartnäckig erlebt. Naja, wenn Fliegeralarm war, sind wir immer in den Palaverkeller, hat das geheißen, früher, also auf der Breitenfurter Straße. Jetzt ist da eine Baustelle, das war früher so ein Weinkeller und das war unser Luftschutzkeller. Da hatte ich ja schon meine Kinder und wir waren in Rodaun im Keller und da sind die Bomben in Liesing gefallen, diese bösen Bomben. Am Pfingstmontag 1944 war der erste große Angriff auf Liesing. Das war schlimm. Da hat man schon große Angst gehabt. Da sind wir dann, weil Bombenalarm war, wollten wir zur Straßenbahn gehen. Unterwegs war aber die große Warnung, also die Sirene, und da wollten wir in irgendeinen Luftschutzkeller gehen. Aber es hat uns niemand in die Häuser reingelassen, nicht nur uns, sondern auch andere Leute. Und da waren wir bei dem Eckhaus, bei der Straßenbahn Lange Gasse, in dem Hausflur. Weiter durften wir nicht gehen. Und da hat es wahnsinnig gescheppert, wie man sagt. Da waren auf Liesing die ersten Bombenangriffe und da waren große, also zwei so Pilze, Rauchpilze von Treffern auf Fabriken. Die Schwestern waren sehr offen für die Leute der Ortschaft. Die waren ja während des Krieges sind sie ja immer ins Schloss, hat man das genannt, die Schule, geflüchtet, weil es dort doch ein bisschen geschützter war. Und da waren die Schwestern mit der Bevölkerung von Rodaun sehr vertraut. Weil in 40er Jahren, dann während dem Krieg, haben sie schon und den Ding, den Bunker gebaut, dass die Leute einstellen, die Leute haben sich beruhigt haben damit. Haben einen ein Ding gebaut und die Leute für einen Norm gehalten, einen keiner hat einerbt. Wieso? War das klar? Auf der Mürzelangerwand, in den Tunnel. War das klar? Oder ist keiner reingekommen? War das Oh klar? ja. Oh ja. Aber jetzt haben sie ja gar kein Interesse gehabt, dass da hinten auf der Wand eine Bombe abgeschmissen. Ach so, Mann. Da gab es ein Art Tunnelsystem ein bisschen, einen Stollen in der Mitzilangerwand, wo man eigentlich am sichersten dort war, außer es wäre eine Bombe, die also vor dem Eingang explodiert, dann wäre es fatal gewesen. Aber dort konnte man sich unterstellen. Und ich war ganz fasziniert. Weil ich habe mich immer beim Eingang aufgehalten und das Brummen dieser Flugzeugflotte, die dann vom Westen hereingekommen sind, das hat mich fasziniert. Also dieses Geräusch habe ich eigentlich nur lange in den Ohren gehabt, dieses Brummgeräusch von diesen Flugzeugen. Die Leute sind ja während des Kriegs ins Kloster geflohen, wenn Bombengefahr war, weil da war doch ein Keller und ein Turm, wo man sich sicherer gefühlt hat. Aber es ist nur eine Bombe durch ein Fenster in den Turnsaal gefallen und sie ist nicht explodiert. Die hat man dann abgeholt und irgendwo entschärft. Aber es ist an dem Gebäude kein Schaden geschehen. Und da sind wir in diesen Stollen hinein und da haben wir schon gehört, dass da irgendwelche Treffer sind. Ein Getöse war das fürchterlich. Und wir haben da so Feldbetten gehabt und meine Mama ist da gesessen und ich habe mich zu ihr so hingeneigt und sie hat sich über mich so drüber gebeugt. Mein Bruder ist dann auch noch gekommen und ich habe das Gefühl gehabt, die Mama ist bei uns, jetzt kann uns nichts passieren. Auch wenn ein Einschlag gewesen war oder was. Also das war,
so ein rührendes Gefühl, das werde ich nicht vergessen. Wie wir rausgekommen sind, hat in Rodan ein Haus nach dem anderen gebrannt. Also es war ein seltsamer Bombenangriff. Anscheinend wollte man die Perlmoser Fabrik treffen, aber die haben sich ein bisschen geirrt in der Geografie und von Kaltenleutgemer Straße bis ungefähr zur Fürst-Lichtenstein-Straße waren brennende Häuser. Und wir sind da durch den Ort gelaufen, da war die Angst sehr groß, dass unser Haus auch brennt. Vis-à-vis von der Bergkirchen ist ja das halbe Haus zerbombt gewesen. Ne? Da haben sogar Phosphorbomben runtergehauen. Und in Rodan wurden ja 5 Bomben genau in unserer Gasse abgeladen. Und das Nebenhaus hat einen vollen Treffer bekommen. Wir haben nur Schaden gehabt, das Dach kaputt und Fenster kaputt und so weiter. Wie wir nach Hause gekommen sind, waren in der ganzen Villa die Fenster heraus, weil 50 Meter von der Villa entfernt ist irgendein Blindgänger runtergegangen und hat einen Bombentrichter in der Leasing gebildet. Das war dann lang, dann haben wir da, das hat sich mit Wasser gefüllt, da haben wir dann lang drinnen gespielt und war für uns faszinierend. Nicht? Gerade noch gehört, dass dort da ein Haus ein Bomben erwischt hat, aber sonst nichts. Das haben sie alles wieder aufgebaut.